Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Mitglieder der Industriellen Vereinigung, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Schön, dass Sie alle zum Industrieempfang 2015 heute zu uns gekommen sind. Manche von Ihnen durften wir heute schon begrüßen. Wir haben heute im Haus der Industrie die erste Industriekonferenz anlässlich unseres Tages der Industrie abgehalten. Und wir haben das für Diskussionen genützt. Wie können wir mit Minimalwachstum umgehen? In der Gesellschaft, in den Sozialsystemen, in den öffentlichen Haushalten, in den Unternehmen. Wenn wir vielen Wissenschaftlern und Analytikern Glauben schenken dürfen, dann ist Minimalwachstum durchaus ein Szenario, mit dem wir rechnen müssen und können. Wir müssen neue Antworten auf diese Szenarien finden und die haben wir heute diskutiert. Neue Antworten wird Ihnen auch der Präsident unseres Hauses geben in seinen Schlussbemerkungen. Meine Damen und Herren, aktuell erleben wir, wie schwer sich europäische und auch nationale Politik mit tausenden Menschen tut, die nach Europa, auch nach Österreich flüchten. Die Zivilgesellschaft hat bislang beeindruckend reagiert. Viele Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben geholfen und helfen. Erlauben Sie mir daher auch, darauf hinzuweisen, dass auch wir Initiativen gestartet haben. Wenn es interessierte Unternehmen gibt oder auch Gäste dieses Abends, die Unterbringungsmöglichkeiten haben, so haben wir beim Eingang einen Infopoint eingerichtet, wo Sie sich informieren können. Das Wetter wird kälter, es wird nach wie vor Unterbringungsmöglichkeiten bedürfen. Ich bitte Sie, wenn Sie sich einbringen wollen, nützen Sie die Gelegenheit. Meine Damen und Herren, es gilt bei diesem Thema, aber vielleicht auch noch viel mehr insgesamt, in unserem Land gemeinsam anzupacken. Stabilität darf nicht länger Stillstand oder mit Stillstand verwechselt werden. Es müssen den schönen Worten auch richtige Taten folgen. Sonst wird dieses Land weiter an Wettbewerbsfähigkeit und damit auch an Beschäftigung und Wohlstand verlieren. Dabei zeigen uns die neuesten Daten des Industriewissenschaftlichen Institutes, wir haben das für heute erheben lassen, dass der servoindustrielle Sektor, die Industrie mit ihrem Wertschöpfungskern, nach wie vor rund 2,5 Millionen Menschen beschäftigt und für 58% auch der Wertschöpfung in diesem Land verantwortlich ist. Die Industrie ist damit ein starker Partner und als Partner einer wirklich gestaltenden Politik in diesem Land stehen wir auch zur Verfügung. Meine Damen und Herren, bevor ich den heutigen Gastredner auf die Bühne bitte, darf ich doch einige Gäste des Abends auch namentlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, er war auch schon heute Vormittag bei uns, den Vizekanzler und Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Forschung bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Reinhold Mitterlehner. Es freut uns sehr, dass Arbeits- und Sozialminister Rudolf Hunsdorfer heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Es gibt uns Familienministerin Sophie Kamersin heute die Ehre. Auch dir ein herzliches Willkommen. Und wir freuen uns, dass der Staatssekretär Harald Mahrer bei uns ist. Deine Innovationskraft brauchen wir. Herzlich willkommen. Sie wissen, in den Genen der Industriellen Vereinigung, da ist insbesondere auch Europa vorhanden. Wir freuen uns ganz besonders, unseren Kommissar bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Gio Hahn. Partner im Vertreten unserer Interessen sind wichtig und die brauchen wir auch. Wir freuen uns, dass unsere Partner in Sachen Wirtschaftspolitik und nicht nur dort heute da sind. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl, Generalsekretärin Anna-Maria Hochhauser und auch der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Werner Ruck ist bei uns. Herzlich willkommen. Applaus
Es gilt unser Gruß allen Vertreterinnen und Vertreter der Politik. Ich habe einige Nationalratsabgeordnete gesehen, obwohl ich weiß, es laufen die Sitzungen im Hohen Haus nach wie vor. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, Vertreterinnen der Exekutive bei uns zu haben, der Verwaltung. Vertreter der Wissenschaft sind bei uns. WIFO-Chef Karl Eiginger, Christoph Badelt, der Vorsitzende des Fiskalrates Bernhard Felderer und der Präsident von ISTA Werner Hinzinger. Herzlich willkommen. Ebenso willkommen den Vertretern des Diplomatischen Korps und den vielen nationalen und internationalen Partnerorganisationen. Dobri Večer, unseren Freunden aus der Slowakei und Tschechien. Besonders begrüßen möchte ich zu guter Letzt unseren jahrzehntelangen und so guten Partner und verlässlichen Partner, die Garde, mit Kommandanten Oberstleutnant Stefan Kirchebner an der Spitze. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, jetzt erwartet uns ein evidenzbasierter und ich denke auch vergnüglich spannender Streifzug durch aktuelle globale Entwicklungen. Hans Rosling gehört laut dem Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Er ist Statistiker, Arzt, entdeckte Krankheiten in Afrika, ist Professor am Karolinska-Institut, Berater von WHO und UNICEF, mehrfach ausgezeichneter Dokumentationsgestalter für die BBC. Vor allem aber, ihm gelingt es, Daten, Fakten und Trends so zu vermitteln, dass sie auch verstanden werden. Seine Vorträge bei den TED-Konferenzen, aber nicht nur dort, sind legendär. Und noch eines, der Zugang ist trotz aller Herausforderungen optimistisch. Und Optimismus brauchen wir gerade jetzt in Österreich, trotz Flüchtlingskrise und trotz manchmal auch unzureichend gefühlter, nicht nur gefühlter Wirtschaft und Reformpolitik. Begrüßen Sie mit mir den Gründer und Direktor der Gapminder Stiftung, Hans Rosling. Mr. Rosling, the floor is yours.